Hi Leute, willkommen zum neuen Brennholzkettensägen-Video. Diesmal geht es um Brennholz, nur um Brennholz, um die Lagerung. Ich möchte euch einfach noch einmal zeigen, wie wir unser Brennholz lagern. Also wir tun das auf verschiedene Art und Weise. Zum einen in diesem Jahr, also in diesem Winter haben wir jetzt begonnen für nächsten und übernächsten Winter mit dieser Rundenlagertechnik. Angeblich soll es ja mit dieser Technik, mit dieser Lagerung, soll es ziemlich schnell trocken werden, also das Holz ziemlich schnell trocken werden. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man viel Rundholz in dieser Lagermethode drin hat, denn es kommt ja darauf an, dass viel Wind durchblasen kann, damit auch innen das ganze Holz trocken wird, also schnell trocken wird. Wenn nicht, und es ist viel Feuchtigkeit drin, beziehungsweise es regnet drauf oder sonst irgendwas, könnte es ja auch anfangen zu schimmeln. Also, wir werden jetzt in diesem Jahr mal diese Lagertechnik testen. Hier habe ich jetzt schon dieses zweite runde Ding begonnen. Hier sind große Stücke innen drin. Also ich hoffe mal, dass das auch gut ist, dass das auch austrocknet. Das soll nämlich auf jeden Fall 2 Jahre lang hier lagern. Das andere soll ja womöglich schon nächsten Winter verheizt werden. Mal sehen. Also im Sommer, wenn kein Regen zu erwarten ist, dann werden wir natürlich die Plannen von oben runternehmen, damit das auch nach oben ausdünsten kann, beziehungsweise dass der Wind die Feuchtigkeit auch nach oben aufsteigen lassen kann, beziehungsweise ja, gut durchblasen kann. Ja, das ist eigentlich die Technik dahinter. Dort hinten sieht man beim Zaun, das ist das Brennholz, was wir heuer schon verheizen. Also das ist eine weitere Lagermethode von uns, was wir hier nutzen. Einfach 25 cm Holzstücke hier aufschlichten. Besser wäre es natürlich, wenn es länger wäre. Ja, dort hinter mir sieht man, das ist dann schon das Holz. Also hier ab diesem Baumstumpf, das Holz hier, das ist dann schon für das nächste Jahr. Dort wird auf jeden Fall noch was drauf geschlichtet. Und dieses Holz, was hier ist, das nehmen wir hier laufend weg. Ja, beziehungsweise ja, von dort nehmen sie weg und lagern es dann innen ein, damit das dann nicht mehr feucht wird, nass wird, dass da kein Schnee oder Regen mehr drauf fallen kann. Und damit wir immer trockenes Holz für die Heizung haben. Ja, die zwei Lagemethoden nutzen wir derzeit. Und dann haben wir noch bei der Wand und vorn bei der Tür haben wir noch Holz. Das schauen wir uns auch gleich an. Aber zuerst ein Blick einmal auf diese runde Konstruktion. So, hier sieht man diese runde Konstruktion. Hier habe ich so begonnen. Ich habe unten quer immer Holz gelegt und dann einfach die Holzstücke hier drauf geschlichtet. Hier ist jetzt mehr Stückholz, also gespaltenes Holz, aber weiter oben kommt dann Rundholz und ja, Rundholz, was einmal durchgespalten wird. Das ist das, was noch draußen ist. Und hier innen, das sind riesengroße Stücke. Also man sieht schon, hier ist meine Hand und hier, also das sind schon ordentliche Trümmer und auch dick. Ich hoffe mal, dass das auch gut austrocknen kann. Und hier sieht man Rundholz. Hier fällt es auch ein wenig nach außen. Deshalb bin ich gar nicht mehr weiter in die Höhe gegangen. Hier sind zwei Plannen drauf. Einfach weil morgen Regen erwartet wird. Und ich möchte nicht, dass das Holz wieder feucht wird. Und sonst, ja, nehmen wir die Plannen wieder herunter. Und damit das auch oben schön austrocknen kann, damit da von jeder Seite gut der Wind dazukommt. Ja, mal sehen, ob das auch wirklich
gut funktionieren wird. Ja, also hier sieht man, das ist das Holz, was wir jetzt verheizen. Das ist Holz, was wir im kommenden Jahr verheizen werden. Und ja, meistens decke ich das Ganze so mit einer Plane ab und drunter ist so eine dünne Pressspanplatte, damit die Ziegelsteine da auch guten Sitz haben. Schauen wir uns das weiter vorne nochmal an. Auch hier habe ich die eine Seite einfach drunter gegeben, beziehungsweise hier eingefädelt, weil letztens der Wind von dieser Seite gegangen ist und ja, geblasen hat und ja, hat einfach die Plane runter geblasen. Ja, hier sieht man das Ganze noch. Also jede Menge Holz. Und ja, jetzt schauen wir mal mein Haus weiter vorne. So, Leute, auch das Holz, was wir verheizen werden, was wir noch diesen Winter verheizen werden, das haben wir schon im letzten Frühjahr geliefert bekommen, beziehungsweise bestellt und geliefert bekommen. Und ja, das ist einfach hier beim Nebengebäude und auch hier Plane drauf, damit das schön trocken bleibt. Und ja, es ist nicht ganz bei der Wand, also hier ist Abstand, damit auch von hinten Luft hinzukommen kann und ja, damit das auch schön weiter trocknen kann. Und dann zeige ich euch jetzt noch eine Lagermethode. So, hier eine Lagermethode, das ist Brennholz, das wir einfach bei der Hand haben wollen. Und hier habe ich zwei ausgediente Pfosten unten, also Vorderseite und auf der Rückseite. Hier so eine stärkere Latte drauf geschraubt, vorn und hinten, damit man hier schön das Holz reingeben kann. Das steht hier auf den geraden Pfosten sehr stabil und hier hinterhalb habe ich eine Ziegellatte genommen, einfach dort auch zusammengeschraubt und das ist ja als Lagermethode, wenn man Brennholz bei der Hand haben möchte. Also ganz klein, es reicht für 2 Tage, wenn wir innen auch heizen und das ist einfach damit es schön kuschelig warm drin ist. Also das ist eher für die Zeit, wo es wirklich sehr kalt ist. Also jetzt haben wir laufend Nächte um die minus 10 Grad hier bei uns gehabt. Und da ist es gut, wenn man noch zusätzlich innen heizen kann. Und dafür ist dieses Holz gedacht. Ja, eine weitere Methode werden wir dann noch anwenden. Meterholz einfach auf Längen von 3, 4, 5 Meter aufschlichten. Und ja, das soll dann Holz sein, was wir in 2 Jahren verwenden werden. Deshalb im Meterholz, das kann ja 2 Jahre hat es Zeit, dass es austrocknet. Das denke ich mal, sollte eigentlich ausreichend sein. Dort ist hauptsächlich dann Buche drin und ja, das sollte in 2 Jahren so weit trocken sein, dass es auch dann verheizt werden kann. Aber ja, wenn ich die Methode dann beginne bzw. anwende, dann werde ich noch ein eigenes Video dazu machen und ja, auch das werde ich euch dann zeigen. Ja. Für heute war es das. Ich hoffe, war interessant und ja, über einen Daumen hoch, über ein Abo würde ich mich sehr freuen und wir sehen uns im nächsten Brennholz-Kettensägen-Video.